folgen Sie Radio MTT in den Untergrund. Das ist nur das Aufwärmbecken der für die Bewerbung um Olympia 2000 gebauten Sportschwimmhalle an der Landsberger Allee. Luftbild aus dem Jahr 2000. Rund ist das Velodrom fürs nicht stattgefundene Olympia-Ereignis. Wir stehen 15 Meter über dem großen Schwimmbecken. Apfelbäume sollten auf seinen Hallen wachsen, hatte sich der Architekt Dominique Perrault gewünscht. Man fährt übrigens nicht auf dem Velodrom-Fahrrad, sondern darunter. Da nicht immer 6-Tage-Rennen sein kann, finden hier auch Rockkonzerte statt. Egal für welche Nutzung, die Hallen sind vorbildlich an den Nahverkehr an der Landsberger Allee im östlichen Prenzlauer Berg angeschlossen. Unterirdischer Nahverkehr, der seit 1896 in Berlin erprobt wurde, hat seine Überlegenheit bewiesen. Praktisch wetterunabhängig ist er relativ kostengünstig im Betrieb. So ist es kein Zufall, dass an den Stationen sich das urbane Leben konzentriert. Der Pfefferberg im weiter westlichen Prenzlauer Berg war Brauerei und Veranstaltungsort. Heute wird hier auch wieder gearbeitet. Der Künstler Olafur Eliasson hat hier sein Studio und seit 2015 arbeitet auch Ai Weiwei im Pfefferberg. Man kann hier also wichtige Leute treffen. Dafür sorgt auch Christine Feireis mit dem AEDES Architekturforum. Kürzlich war Dominique Perrault anwesend, als eine Ausstellung seiner Arbeiten eröffnet wurde. Ein Star-Architekt, zu dem die Massen strömen. 2015 erhielt er den Premium Imperiale des japanischen Kaiserhauses, den sogenannten Nobelpreis der Kultur. Entwurf für die Frauenuniversität in Seoul. Immer geht Perrault unter die Oberfläche. Was können wir von seinen Arbeiten in asiatischen Metropolen lernen? Mais aussi dans Berlin, il y a beaucoup de traces de tunnels, il y a beaucoup d'espace dans le sous-sol. Soit on les a oubliés, soit on ne les utilise pas. Et je pense que à Berlin, il y a un réseau du dessous que l'on pourrait faire revivre, que l'on pourrait révéler et finalement retrouver. Mais c'est toujours quelque chose de l'infrastructure ou c'est plus... Non, c'est toujours de l'infrastructure. Mais il faut changer l'infrastructure en structure urbaine. Est-ce que vous avez jamais pensé de logement sous-sol ? Non. Il faut produire, il faut travailler, il faut stocker, il faut se déplacer en sous-sol et habiter en hauteur. Mais ça peut aider peut-être de relever un peu de la tension sur la ville. Oui, bien sûr, ça augmente la densité et ça ne crée pas d'autres volumes. Oui. Ça, c'est très important. C'est une augmentation de la densité sans la présence de la densité. C'est exactement le vélodrome et la piscine olympique. Oui. C'est-à-dire, c'est un bâtiment qui est très dense, mais on ne le voit pas. Maintenant, vous pouvez construire quelque chose en haut. Oui, bien sûr. Ouais, il faut tout faire, en haut, ouais. À droite, à gauche, dessous, dans les 4 directions. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Die Verdichtung der Stadt ohne wahrnehmbare Verdichtung, also die Funktionen übereinander zu schichten, das Wohnen ganz oben, das war in Berlin um 1900 schon einmal ansatzweise gelungen. In den 30er Jahren aber wurde das Übereinander in ein Nebeneinander verkehrt, mit katastrophalen Auswirkungen für das Stadtbild, für das soziale Leben, für die Gesundheit der Bewohner. Die Schneisen für die Verkehre wurden breiter und tiefer, je mehr man entdichtete. Das ist die total entmischte Stadt am Sachsendamm und Südkreuz. Müssen die Kleingärten hier sein? Könnte man hier nicht Wohnungen bauen und die Kleingärten über den Verkehrstrassen neu anlegen? Ich höre schon die Aufschreie der Kleingärtner und der Verkehrsplaner. Doch es geht. Am Potsdamer Platz wurde es bewiesen. Da traute man sich nicht, eine Autobahn durch den Tiergarten zu bauen. Man legte den Verkehr unter die Erde. Oben bleibt Ruhe. Platz für Grün, Denkmäler.
Beethoven hört nichts vom Verkehr, der unter ihm rauscht. O Dominique Perrault, verhilf Berlins Planern zu einer intelligenten Verdichtung unseres Städtchens.